Natürlicher fällt es mir, glaube ich, wirklich, das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, Songs in italienischer Sprache zu schreiben. Dennoch macht es mir sehr viel Spaß, auch im Englischen unterwegs zu sein, auch im Deutschen, weil jede Sprache ist anders, jede Sprache hat andere Mittel, Stilmittel, man kann sich anders ausdrücken, haben andere Sprachmelodien und deswegen ist es Teil meiner Kreativität, auch mit den Sprachen umzugehen. Ich habe auch damals vor langen Jahren Sprachen oder sowas ähnliches simultan noch mal studiert, 5 Jahre lang, und habe mich schon immer für Sprachen interessiert. Auch damals in der Schule hatte ich Leistungskurse, am Abitur, glaube ich, Deutsch, Französisch, glaube ich, ja. Ja, und Text und Musik sind einfach die zwei Bestandteile einer Komposition. Und mit Texten dann sozusagen kann man vieles machen, kann man vieles fabrizieren. Und das macht mir natürlich sehr viel Spaß, wenn ich einen Song schreibe. Meistens auf Italienisch, aber das öfter auch in anderen Sprachen. Zum Beispiel haben wir heute, aber ich habe auch einen Song gespielt von einem ganz anderen Projekt, das ganz anders ist, glaube ich, als das, was ich sonst so mache, nur in deutscher Sprache. Also, ich weiß nicht, was morgen, welcher Song morgen geschrieben wird, aber bisher ist natürlich der Löwenanteil bei Italienisch. Ich denke mal am leichtesten oder nicht am leichtesten, aber am natürlichsten. Manchmal sitze ich als Klavier an dem Klavier und du hörst den Song und du weißt, der kann jetzt nicht auf Italienisch. Der braucht eine andere Sprache sozusagen. Und dann weiche ich gerne auf Englisch oder auf Deutsch aus. Ja, super, wir hatten, also das ist jetzt die zweite Tour, wo wir immer Support-Bands haben, die deutschsprachig sind. Zum Beispiel bei meiner letzten Tour war Johannes Wörding dabei als Support. Diese Tour war die erste Hälfte, ein sehr guter Singer und Songwriter aus Berlin dabei, der heißt Lenz. Und jetzt eben die zweite Hälfte der Tour. Zusammen teil sind. Für mich auch spannend, natürlich dann die Jungs von denen oder die verschiedenen Künstler, von denen ich dann auch immer eine CD bekomme zum Anhören, ob ich mir das irgendwie vorstellen kann, dass die da mitkommen, dann auch live auf der Bühne zu erleben. Und immer wenn ich kann, natürlich schaue ich dann immer zu. Das ist auch lustig, dann auch im Verlauf einer Tour, dass man da auch selber dann die Songs der anderen Band, die natürlich zusammen mit einem auf Tour ist, dann auch lernt und dann auch schon weiß, was die dann spielen. Und alle, muss ich wirklich sagen, es hätte ja auch anders sein können, sind echt immer. Saucoole Jungs und sympathische Burschen, ja? Und dann macht es natürlich Spaß, dann auch lustige Leute dabei zu haben. Ja. Nee, aber wirklich alles immer super Jungs. Jetzt unabhängig von der Musik, die ich ja sowieso als gut erachte, weil ich es ja im Vorfeld höre, auch so, ich meine, man weiß ja dann, läuft das nicht, man kennt sich ja noch nicht der Person, dann kommen dann 4 Leute und das klappt dann immer zum Glück gut. Mal kurz, ich hab nur. Es ist schwierig, über sich selber zu reden. Es ist schwierig, über sich selber zu reden. Stille ist gut. Okay. Stille ist gut. Ja. Stille ist Musik. Durchaus. Musik ist Stille. Es ist schwierig. Ich rede nicht gerne über mich. Sollen andere über mich reden? Dann kann ich wieder darüber lachen. Okay.
ich fand das Konzert toll. Mich spricht die Musik von Nevio jetzt so ungefähr seit 6 Jahren an. Also sie begleitet mich quasi schon 6 Jahre immer durch verschiedene Lebensphasen, sage ich jetzt mal. Und ich habe eigentlich immer einen Song gefunden, der jetzt gerade so passt und der mir auch Mut gemacht hat. Und das ist bis heute so und auch auf dem aktuellen Album jetzt so. Und das finde ich toll. Und das immer live zu erleben, wie auch dann sich die Songs unterscheiden in der Live-Version, finde ich einfach immer wieder schön. Also ich fand das Konzert auch sehr schön, vor allem, weil ich stehe voll auf den Bassisten. Ich war so weit hinten, ich konnte von dem Bassisten nicht viel sehen. Ich war so weit vorne, ich habe immer Ausschnitte gesehen. Jetzt sag doch mal irgendwas. Das hat mal irgendwas. Ich bin noch so beeindruckt von dem Konzert, ich kann noch gar nicht meine Meinung äußern. Du musst jetzt nicht lügen. Und von dem Treffen und noch. Fort. Das wird sich ironisch an, im Fernsehen kommt. Die jungen aufstrebenden Nachwuchsbands, ich möchte gerne auch noch so viel Enthusiasmus haben, die leiden ja mitunter unter Protagonismus, ne? Macht sich dann vor die Kamera zum Spaß. Es sah nur so lustig aus mit dem Peilsender-Koffer. Ja, Band, die zusammen mit uns da auf der Bühne steht, von Peilsender. Ja? Hi. Jetzt hätten wir das auch. So, und zweitens, die erste.